So, zweiter Tag, Tiny Tina's Wonderland. Gestern habe ich mir eine Auszeit genommen, hatte eine ganz entspannte Zeit, vor allem, weil es dem Hund nicht so gut ging. Der hat so ein bisschen abgebaut gehabt und ist jetzt irgendwie wie eine kaputte Fahrradpumpe gewesen. Aber morgen ist eh Überprüfungstermin, wie es ihm geht. Naja, ich hoffe mal, alles ist okay. Muss man halt einfach mal schauen. Ich will es aber gerne mein Schiff nicht taufen, wie es die Hauptquest vorsieht, weil es gibt noch so ein paar Nebenquests und die Nebenquests sind ja auch ganz nett. Weshalb ich jetzt erstmal in der Stadt die anderen Nebenquests noch hole und dann wieder zurückgehe in den schluchzenden Sumpf oder Moor oder was auch immer. Es gibt noch mehr Kriege zu führen. Feinde rücken vor. Unsere Kundschafter melden mehrere Lager in der Nähe. Du musst sie dem Erdboden gleich machen, bevor sie zu einem weiteren Angriff auf Drachthof ansetzen. Applaus ist das Einzige, das mich am Leben hält. Ja, aber das ist... Wir waren schon an so einem Lager. Was hier? Geld für Zähne. Dieser Typ will deine Beißerchen und deine Perlen. Keine Sorge, er ist bereit, ein ordentliches Sümmchen zu zahlen. Es läuft so. Das ist eine seltsame eine Kreatur im Moder, die Zähne braucht. Eine Menge Zähne. Und da ihr so gut darin seid, irgendwelche Sachen aus was rauszuprügeln, sollte das doch genau eure Hausnummer sein, Tomodachis. Natürlich. Wir müssen für die eine Dame noch die... Moment, zerstöre die Lager, das sind die Lager, alles klar. Da haben wir schon mal mit angefangen gehabt. Die Dunkelheit flieht vor dem Licht. Dat, 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 dat. Wir werden sie gemeinsam schlagen. Also ich hatte vorhin noch lange überlegt, was ich heute spielen werde, weil an sich Elden Ring müsste ich jetzt auch mal weiterspielen, was ganz gut ist, weil ich kein anderes Third-Person-Spiel gerade laufen habe mehr, wo ich mit der Tastatur durcheinander komme. Aber das mache ich lieber morgen. Wobei morgen habe ich einen sehr langen Tag. Weil ich morgen früh direkt Gruppentherapie habe. Und morgen Mittag muss ich zum Arzt. Ich muss morgen versuchen, noch zum TÜV zu kommen. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich knapp. Danke, Ben Gurke, für einen Prime-Sub. Du wirst so, schon bekannt. Mir gehören. Eines Tages wirst du mir gehören. Nachtschatten der Schlange. Poison. Nicht ablegen. Wo war nochmal das Vergleichen? Die Untersuchung ist, dass es sich anzeigen lassen. Ach so, erst anklicken, dann wird der Vergleich gemacht. Das sind 4,3% mehr Schusswaffenschaden. Du hast die Trottel vertrieben! Die ersten Trottel. Es gibt ja noch mehr Trottel. Bem Hamuns Gunst. Killskill. Wenn ein Feind mit einer Waffe besiegt wird oder wenn der Wyvern-Gefährte einen Feind mit einem Atemangriff tötet, wird eine Feuerkugel beschworen, die einen neuen Feind ansteuert und Feuerfähigkeitsschaden verursacht. Komischerweise habe ich das zwischendurch schon gesehen. Wenn ein Feind mit Nahkampfschaden besiegt wird oder wenn der Wyvern-Gefährte einen Feind mit seinen Klauen tötet, wird eine Blitzkugel beschworen.
Aiwai, was ist jetzt los? Nix. Komm nicht darüber, wo ich hin will. Triff dich mit der Zahnfee. Achso, deshalb gibt's eine neue Quest. Die Zahnfee wurde jetzt befreit, also hat die natürlich auch irgendwas, was wir questtechnisch für sie machen sollen. Und hier oben ist der Wald verschwunden. Das Verlies da drüben verströmt starke, in mir ist ein Schreinteil-Vibes. Ach so, ja, dann gehen wir kurz ins Verlies rein. Ich dachte, das hat vielleicht noch irgendeine Quest, aber es ist ein reiner Kampf. Wie immer triumphiert das Gute über das Böse. Oder war es die Ordnung über das Chaos? Ein Schurke! Geh auf die Au! Das sieht doch schon viel besser aus! Guten Tag, Lordi, grüß dich im Chat. Aber ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Hattet eine angenehme Zeit. Habt das Wetter genossen. Man muss ja schon sagen, dass das Wetter ordentlich war. Am Freitag haben wir es ja wirklich fürs Grillen genutzt. Ja, wie gesagt, gestern war ich nur mit dem Hund zusammen, hab mich an asiatischem Essen versucht. Was nicht ganz so pralle geworden ist. Es war essbar. Mein Hammer hat den letzten getötet. Nein, nicht Partei. Beeindruckend, ich weiß. Ein vernichtender Schlag. Ob sie in den Kampfarenen übrigens noch irgendwas zusätzlich versteckt? Aha, ein Herausforderer! Ich denke nicht, ich glaube, das ist wirklich nur Kämpfen, aber nicht irgendwelche Zusatzloot-Sachen. Also aus der Kiste hier versteckt wird oder sowas. Hast du das DLC gespielt damals, was auf Borderlands 2 beruht, also das Borderlands 2 DLC, also ich besitze das Borderlands 2 DLC und ich muss dazu sagen, es gab halt das Standalone DLC, also das DLC als Standalone Spiel, ja zwischendurch kostenlos im Epic Store. Aber denke mal, dass alle vor allem dieses eine DLC gespielt haben, es wurde ja viel Werbung dafür gemacht. Vor allem ist das Intro die Vorgeschichte.
Guten Abend, DMX Luna. Die Magie beginne! Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Endlich eine würdige Herausforderung! Ja. Das Vosvilan ist rausgefallen. Ja, genau wie wir es geübt haben. Warum ist die Musik eigentlich so entspannt, obwohl hier voll gefightet wird? Hallo Lego, grüß dich. Die Gleitpilze kommen immer wieder. Wieder aufgeladen. Mit dem zusammen sterben nämlich dann alle. Ein Schreinteil glitzert in der Sonne. Glitzert. Für dich, Freundchen. Ein Schreinteil. Und da hat sich ausgeglitzert. Dieser Schrein ist dem Gott Tischios geweiht, dem Schutzpatron des strammen Gehens. So, wir müssen aber noch den Lymphen helfen. Weil ja, die Quest mit dem Lymphen hatte ich angefangen, habe aber dann mich von der Main-Quest ein bisschen ablenken lassen. Wieder im Geschäft! Kleine Blaue. Triff dich mit den Lymphen. Guten Tag, Sorgon. Endlich begegnen wir uns. Wer bist du nochmal? Der andere
wie soll man das Game finden? Wenn man Borderlands 3 gespielt hat und das mochte, wird man dieses Spiel auch mögen. So einfach ist das. Tanzbogenschwall. Okay. Ich glaube, die behalte ich mal eben. Gefährtenschaden erhöht. Leveln die Gegner einfach mit. Ja, so soll es ja auch anspruchsvoll bleiben. Glaube ich hier den richtigen Weg? Bestimmt nicht. Doch. Ich hätte auch Schnellreise machen können, aber ich wollte wenigstens mal ein bisschen eben wieder ein bisschen reinkommen. Und sterbe auch fast dabei. Ein Heiltrank, was? Warum finde ich eigentlich die Pistolenwaffen am besten? Nee, ich umlaufe jetzt ein paar. Die sind gerade nicht relevant. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Hier ist das Dorf der Lymphe. Irgendwo hier ist einer von meinen Schussern. Finde ihn und brech ihn auf. Irgendwo da oben. Gutes Timing, Fremdling. Wir kriegen Besuch. Seid auf der Hut, Leute. Das sind nicht mehr eure Brüder. Guten Abend, Haltet Krummler. Euch nicht zurück. Edel und gut gekämpft. Bis zum Ende. Sieht aus, als wären das die Letzten. Fürs Erste. Na dann los. Wirf die Zutaten für den Trank in die Suppe. Ja. Presto Lumpho. Viola. Fertig. Ein Pilzverbesserungstrank. Kochend heiß. So frisch wie möglich. Kleine Blaue, größer werden ist ein toller Trick. Wunderbar. Ich habe den Annäherungswinkel. Muss ich mal Lohnpuff, dass du seitdem du YouTube oder hier deine Videos machst, immer noch so nah an deinen Leuten bist. Diesen Pilz hier wird zu einem ganz erstaunlichen Ritt führen. Das Man versucht es halt irgendwie. Position bringen, um das Tor für den Rest von uns zu öffnen. Und jetzt fangt an zu springen, Leute! Achso, ich krieg einen Jump-Pilz. Aber irgendwie
muss man da oben auch drauf kommen. Hopp. Heiliger Strohlumpf, es hat geklappt. Jetzt mach das Tor auf, damit wir dir helfen können. Eine beeindruckende Sammlung. Aber wofür sollte ich mich entscheiden? Du, ihr seid lustig. Ach, da macht man das Tor auf. Retten wir den Tag. Na los, Männer. Wir müssen unsere Heimat zurückerobern und meine Frau Königin finden. Bei 30.000 Zuschauern ist klar, dass man untergeht. 30.000 erreichen auch, glaube ich, nur zwei Leute in Deutschland auf Twitch. Viele müssen fallen. Lumpfine! Aber die Leute, die schreiben, kenne ich eigentlich meistens immer alle. Stall muss die Quelle der Blauhut sein. Und Gurgelrot benutzt ihn dazu, Lumpfine in eines dieser Dinger zu verwandeln. Frau Königin, kannst du mich hören? Sag etwas, Mädchen. Hallo, Streetstyle. Da tritt mich doch ein Lumpf. Das sieht ganz schön übel aus. Aber ich denke, ich weiß, was ich tun muss. Ich werde den Kristall säubern. Halte mir die Blauen vom Leib. Diese Welt ist nichts für dich. Gut, dass die Schlümpfe-Filme alle so schlecht waren. Sonst gäbe es wahrscheinlich irgendjemand, der hier Rechte einklagen würde. Gütiger Himmel, du hast es geschafft! Vor allem ist er eher Gremlin. Rede mit mir! Beim Aussehen. Bleib zurück! Ich kann es. Oh nein, alter Lumpf wird blau! Und du hast den Dreck geschlagen. Es tut mir leid, alter Lumpf. Es läuft alles nach Plan. Herrlich. Gurgelrot, komm raus und zeig dich. Dafür werde ich dich umbringen. Wie du willst, Tochter. Zeit für unseren ersten und letzten Vater-Tochter-Tag. Nimm das, Gurgelrotz. Das ist das letzte Mal Lymphe gequält. Es gibt ja eh nur noch zwei. Schlaubi-Lump und Lumpfine. Wo bist du nur, meine Munition? Auf Nimmerwiedersehen! Komm her, Fremdling. Lass mich dir danken. Und nein, jetzt will Lumpfine auch Sex mit mir haben. Jetzt, wo Gurgelrotz tot ist und der verdorbene Kristall gereinigt wurde, können wir Lümpfe endlich anfangen, unser Leben wieder aufzubauen. Es ist eine Schande, dass der alte Lumpf das nicht mehr erleben wird. Die Trüffeljagd wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Aber du hast uns heute einen großen Gefallen getan. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich hoffe, das hier reicht. Einen Raketenwerfer habe ich bekommen. Gibt es andere YouTuber, die du gut findest? Nö, weil ich die meisten ja irgendwann mal in den letzten 10 Jahren kennengelernt habe, kann ich wenige davon ernst nehmen. Maulwurfmann der grausigen Trophäen. Es gibt kein Entkommen. Versprochen!
Koboldschwindler. Wie ich es dir beigebracht habe. Kehre niemals zurück. Kein weniger ernst nehmen, auch nicht sich selbst. Finde die Lady vom See, das müsste auch hier im Gebiet sein. Ich hab dich schon immer. Au. Hanno kenne ich, also das habe ich schon relativ früh kennengelernt. Und darüber möchte ich ungern reden. Es ist keine positive Geschichte. Ausgehen, da ich alle kennengelernt habe, die mit dem Alliance-Network zusammenhängen. Jedenfalls die vor 3 Jahren oder 2 Jahren im Alliance-Network drin waren. Ich finde es aber nicht wichtig. Weil ich nie jemand war, der sich mit irgendwas profiliert, nur weil ich mal mit Leuten persönlich zu tun hatte. Aber manche finden das ja super interessant und auch super wichtig. Ach, hier ist so eine Laufherausforderung. So viel rechnen müssen. Gut gemacht. Ups, das war nicht die richtige. Ja, ich hätte erst alles töten müssen. So wird das hier nix. Oder soll ich auflisten, wenn ich alles persönlich kenne? Würde ich das glücklich machen, Lordi? Du kannst natürlich jetzt in meine Aussagen alles reininterpretieren, aber ich halte mich aus so einem Stunk raus. Das ist nicht mein Style. Auch wenn manche es verdient hätten, dass da mal jemand vernünftig Tacheles reden würde.
Wohin soll ich mich wenden? Ah, der Aufwand lohnt sich nicht. Nördern? Sünden? Webbeln? Oder in die andere Richtung? Was hab ich denn davon, wenn du alles kennst? Richtig, aber du hast doch die Frage auch gestellt. Verpiss dich, oder stirb! Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich hier hinten machen kann. Was habe ich eingesammelt? Ach, das kann ich doch gar nicht ausrüsten. Das übliche Problem. Ah, der. Nein. Kann ich nicht einfach alles lernen? Das Ding geht durch den Boden. Die einzige Person, die ich respektiere, ist halt Gronkh, den ich halt auch mal kennengelernt habe in der Kneipe. Obwohl ich mit seinen nicht mit allen Meinungen einhergehe bei ihm. Aber so als Person für einfach mal quatschen, vor allem weil er jemand ist, der nicht über... Nur über Business, das ist übrigens das Problem, was viele haben, dass die halt nur über ihren Kanal reden und nur Business kennen und nur, wie kann ich denn noch mehr Klicks und noch mehr Geld verdienen im Kopf haben. Ist Gronkh da super entspannt, mit dem man auch mal einfach über andere Themen reden kann, als immer wieder denselben Scheiß und sich selbst zu beweihräuchern. Was leider auch nur in Deutschland so ist übrigens. Internationale YouTuber sind da überhaupt nicht so eingestellt. Der wohnt billiger. Die Schwingen des heroischen Mutes hielt mich empor. Da war früher bei den Events immer ganz nett von Creative Assembly, weil du da mal in Kontakt kamst mit Internationalen und mit denen mal so ein paar Tage dann irgendwo warst. Du hast viel gelernt, mein Schüler. Boah, das ist ein Badass unter diesem kleinen Topf drin gewesen. Ach, keine Munition mehr. Diese Welt ist ein Wahn. Ah. Die kommt bestimmt noch so lange, bis der Badass tot ist, oder? Denn die Bestie ist tot. Oh,
nicht, ich wäre am liebsten da oben drauf. Gonke nehme ich zum Einschlafen. Ist ja auch okay. Bei mir schlafen ja auch Leute gerne mal ein. Warum sollte man anders benutzt werden, als man ein Fernsehprogramm benutzt? Ja, leider schleudern mich die Pilze automatisch dahin. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, hier über die Seite zu kommen, so da ich hinten an der Teil rankomme. An diese Seelenkugel da hinten. Du. Hier komme ich da nicht rüber. Und der da hinten ist einfach nur der Pilz fürs hier reinhüpfen. Komisch. Vielleicht denke ich auch wieder viel zu kompliziert. Ja, ich habe viel zu kompliziert gedacht. Das ist der richtige Weg. Haha! Eldon findet meine Kräfte cool. Ich hebe alles hoch, wenn er in der Nähe ist. Pferde, Kutschen, Ambosse. Als ich ihn selbst hochhob, hat ihn ein Wyvern entführt. Es hat ewig gedauert, um genug rohen Skag zu besorgen, um ihn wieder herzulocken. Bah, Anfängerfehler.